Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. Da ist gerade ein kleines Kind vorbeigerannt oder eine Frau. Keine Ahnung, sieht aus wie ein Kind. Elfenmädchen. Mädchen. Wenn kleine Affen Äffchen sind, was sind dann kleine Mädchen? Nee, falsch. Ich kann keine Witze erzählen, musst du dazu sagen. Ich kann sie nicht. Eigentlich war der Witz falsch. Eigentlich sagt man, wenn kleine Affen Äffchen sind, was sind dann kleine Maden? Mädchen. So. Ich hatte gerade übelst Bock auf The Witcher, The Witcher sage ich, Dragon Age, hier, Origins. Denn ich habe gerade so ein kleines Video gesehen vom Amras. Und keine Ahnung, ich hatte dann auf einmal Bock, wieder Dragon Age zu zocken. Ich weiß auch nicht wieso. Und irgendwie gerade richtig Bock, die Elfenmission zu machen. Das wird so geil. Ein Haller, den haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Ah, wir sind hier schon herumgelaufen. Ich sprich mal mit der netten Dame hier. Ich speichere erstmal. Wie heißen du? Elora. Hallo, Elora. Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Haller zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Kein Ding, kein Ding. Wer seid denn Mein ihr? Name ist Elora. Ich bin die Meisterhirtin. Und es ist meine Aufgabe, mich um die Haller zu kümmern. Das ist vielleicht nicht Merkt ganz so man. aufregend, wie ein grauer Wächter zu sein, aber die Haller sind lebenswichtig für uns. Ihr haltet es für aufregend, ein grauer Wächter zu sein? Um ehrlich zu sein, hatte ich angenommen, ihr haltet meine Aufgabe im Vergleich zu eurer für langweilig. Oder liege ich da falsch? Ich finde es schön, mit Tieren zu arbeiten. Ich mag auch Tiere persönlich sehr gerne sogar. Es ist nett, dass ihr das sagt, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem nicht damit vergleichbar ist, das Land vor der Ausbreitung des Schattens zu retten. Um ehrlich Da zu hast du sein, recht. ist meine Rolle als Meisterhirtin eher bescheiden, aber ich bin sehr glücklich damit. Es wäre schön, wenn wir alle so zufrieden mit unserem Platz im Leben sein könnten. Was sind denn genau Haller? Ich will immer Valhalla sagen. Was genau sind denn Haller? Hoch? Ja. Sind das jetzt Nutztiere oder sind das halt Tiere zum Schlachten, Reittiere? Was sind das für Tiere? Für was züchtet er Sie sie? sind die edlen Tiere, die unser Aravel ziehen. Die Menschen nennen es Also. Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Der Führer! Übrigens, ich habe hier irgendwie das Mikrofon anders jetzt hingestellt, dass meine Stimme ein bisschen mehr Bass hat. Weißt du, was ich meine? Und, ja, das wollte ich auch einerseits wieder testen. Ach, für euch wie Führer? Wie Führer? Nein, 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 nein! Sind das nicht eure Reittiere? Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arable mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirtin, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Also Scheiße wegwischen, füttern. Okay, Mann-Frau-Prinzip also. Warum? Ich krieg bestimmt dafür Ärger. Egal. Warum habt ihr dieses hier von den anderen Ich getrennt? fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Oh Gott. Vorgeben. Wieso sollen wir vorgeben, den Haller zu untersuchen? Was für einen Sinn hat das? Können wir nicht Morrigan? Die kann ja heilen. Die kann ja richtig gut heilen. Vielleicht können wir... Das geht ja nicht.
Ich untersuche mal den Haller, aber wir werden höchstwahrscheinlich nichts feststellen, denn wir sind Krieger. Wir kennen uns nur mit unseren eigenen Wunden aus und die kurieren wir aus, indem wir uns schlafen legen. Es ist und ein Fass Met wegsüppeln. Aber sonst sollen wir versuchen, den Fa ich habe ja gespeichert, aber ich möchte das schaffen. Ich möchte hier ein gutes Ziel erreichen. Das ist wirklich so mein Streben. So. Na? Nein, nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Kann ich den Haller untersuchen? Geht das? Komm schon. Und? Was meint ihr? Krebs. Müssen wir jetzt dafür irgendwie eine besondere Art von Fähigkeit können, um das dann irgendwie. Ich möchte jetzt lügen, Ich möchte jetzt auch danke nicht, euch weiß dennoch, nicht. dass ihr es versucht habt. Ich könnte ihr ein schnelles Ende bereiten, wenn ihr Nein, wünscht. das wäre nicht richtig. Wenn die Zeit kommt, werde ich es selbst tun. Das Okay. ist meine Pflicht. Sowohl als Meisterhirtin als auch als Freundin. Sie soll ihren letzten Atemzug im Wissen machen, dass sie in meiner Obhut immer sicher war. Okay, schade, dass wir ihr nicht helfen konnten. Morgan, kannst du da nicht irgendwie dein Heilzauber... Dauert nur einen Moment. Das geht? Ich hau mal jeden Zauberspruch drauf, den ich hab. So. Was ist das? Achso, Kräuterkunde, stimmt ja. Geht's der im Bist du Haller besser? zurückgekehrt, um noch einmal nach meiner Halle und mir zu sehen? Kann ich irgendetwas tun, um euch zu Ich weiß helfen? es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Ich wünschte, es wäre so. Das war Ihr es auf der seid Nummer sehr 4. freundlich. Bitte. Wir sind bald Level Up. Wenn ich jetzt noch ein Stück Level Up komme... Wieso leuchtest du? Kommen würde, dann könnte ich Skillen auf Überreden. Vielleicht klappt's dann. Das ist wirklich nur so ein minimaler Punkt. Wie viel noch? Ja, Alter. Wie viel waren's? Warte. 87. Woher kriege ich jetzt 87 Erfahrungspunkte her? Mann! In Kräuterkunde, Kräuter sammeln. Gibt's hier noch irgend so ein Codex-Ding da? Ich mag den irgendwie nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich mag ihn nicht. Wir haben ja in der letzten Folge mit ihm gequatscht und ich muss sagen, nee. Nee, mag ich nicht. Er ist Ja. merkwürdig, sehr merkwürdig. Und sein Name ist Rot. Es muss einen Grund geben, denn alle anderen sind gelb. Alle normalen. Ich möchte mit dir quatschen. Du hast ja uns reingelassen, netterweise. Hallo. Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Fragen bei eurer Ankunft nicht übel. Wir Dalish müssen uns Nein. stets vor Schwierigkeiten schützen. Was? Ihr scheint auch keine Mühe zu scheuen, welches zu suchen, also Probleme in diesem Fall. Ich muss hier mal den Tisch ein bisschen. So. Machen euch andere wirklich so viele In Probleme? diesen Tagen kaum, um ehrlich zu sein. Wir haben uns bei den Schemlen einen fürchterlichen Ruf erarbeitet. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Nicht, dass ich erwarte, dass ein Fremder das versteht. Aber so ist es nun einmal. Wir tun, was wir tun müssen. Ihr hättet es mir leichter gemacht, wenn ihr einfach gesagt hättet, dass ihr ein grauer Wächter seid. Hab ich Allerdings kann doch. ich euch eure Vorsicht wohl kaum zum Vorwurf machen. Aber ich wünsche euch viel Glück bei eurer Aufgabe. Dara Shiral. Dara Sherrill, ich kann kein Elfisch, tut mir leid. Aber
Was ich mich frage, kann einer von euch mir die Frage beantworten? Ist Elfisch wirklich, und ich, Idiot, hab die Uhr nicht gestartet, das merke ich erst jetzt. Ach, weißt du was, ich starte jetzt einfach mal. Und in 10 Minuten oder so beende ich dann halt Folge. So, meine Frage ist halt, gibt's wirklich die Sprache Elfisch? Also haben sich da wirklich Leute zusammengesetzt und eine Sprache erfunden? Oder gibt's halt nur für jedes einzelne, für jede einzelne Fantasy-Geschichte eine eigene Sprache für Elfisch? Das fände ich jetzt interessant. Ob wirklich dann jedes Fantasy-Abenteuer-Rollenspiel, weiß ich was, Buch, immer zu derselben elfischen Sprache zurückgreift, oder ob sich dann jeder wirklich eine eigene Sprache ausdenkt. Das fände ich total interessant. Aber höchstwahrscheinlich denkt sich jeder eine eigene Sprache aus, denn ich weiß es nicht. Huch! Ich wollte die Pflanze haben. Gebiet freigeschaltet. Ja, super. Ich speichere lieber mal und... Aha. Ich hasse es. Man sagt, Man der sieht nie Schleier sei was. sehr dünn hier und es gäbe zahlreiche seltsame Dinge zu beobachten. Welche seltsamen Dinge? Kannst du mir Beispiele nennen? Was zur Hölle? Was sind das für Viecher? Ist das die dunkle Brut? Es sind Wölfe. Was für ein Zufall. Ist das ein Werwolf da hinten? Da hinten ist durchaus ein Werwolf. So. Klatschen wir einfach alle zusammen gegen irgendeinen. Den hau ich mal weg. So. Oh, ich werd hier zerhackstückelt. So. Immer einen nach dem anderen hier. Ich bin Level up, ich hab's geschafft. Mein Ziel habe ich erreicht. Gut, gegen Werwölfe wollte ich jetzt nicht kämpfen. Aber, naja, wenn es sein muss. Man nimmt, was man kriegt, ne? Oder kriegen kann. Was bist denn du für ein Viech? Yalla, geh tragen. Ja, ihr seid meiner Magie nicht gewachsen, sagt Morgan. Denn ich weiß ja nicht, ob ihr das hört. Denn ich bin ja immer noch am Probieren, Ausprobieren. Und zu gucken, was kann ich besser machen, was für Techniken der Aufnahmen kann ich da so benutzen. Denn ich bin ja, nur weil ich jetzt über 100 Videos hochgeladen habe, heißt das jetzt lang nicht, ich kenne mich jetzt voll gut aus in dem Let's Player-Ding. Ich übe ja noch. Zum Beispiel, was ich an meiner Stimme oder halt an meinen Stimmaufnahme, an meiner Audioaufnahme hasse, ist halt, dass ich die ganze Zeit irgendwie diese Zischgeräusche habe. Dragon Age zum Beispiel, Let's Play. Das sticht dann halt raus. Und ich hab da jetzt, oder ich gucke mir halt die Sachen an, wie ich das halt verbessern kann. Deswegen, Klugheit habe ich schon auf 16. Dann hier, so. Weiter. Da, das wollte ich skillen. So. Fortgeschrittene Kampfausbildung, das kann ich erst mit Level 12 machen. Und alle anderen Dinger möchte ich jetzt nicht skillen. Mein Mabari sieht sehr, naja, braun aus. Ich möchte, wieso kann ich Templer werden? Ich will kein Templer werden. Ich hasse Templer. Nichts gegen Alistar, ich mag Alistar. Aber Templer sind mir irgendwie jedes Mal so Dinge gewesen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich, bevor ich Dragon Age Origins gespielt habe, das ist jetzt blind, was ich hier mache, Dragon Age 2 gespielt habe. Da sind keine Gegner? Speicher nochmal. Hallo, meine Wolfsfreunde. Der kratzt sich. Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Arr. Die Deli schicken ausgerechnet einen Menschen, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Welch bittere Ironie! Ich möchte was kurz trinken. Ich bin kein Diener der Ailish. Der Ailish. Ihr sprecht. Ich dachte, Werwölfe seien wilde Bestien. Wir sind Bestien, aber nicht länger einfach und hirnlos. Ja, versetzt euch das nicht einen kalten Schauer? Ich Nö. spreche
meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Wieso? Ich lebe ja noch. Sagt ihnen, wir werden mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Überreden, ich möchte lieber mit euch sprechen, ich will euch nichts tun. Das ist 4. Hat euch nicht Zazrien geschickt? Er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch. Naja. Ihr sprecht von Seran, als würdet ihr ihn kennen? Wir beide sind uns nie begegnet. Ich schwöre, das würde er auch nicht überleben. Aha. Und was für ein Hass habt... Ach, da steht's ja. Warum denn? Was für ein Hass, huch. Warum hasst ihr ihn denn so? Sehr, welche da ein? Gar nichts. Nichts ja. Über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Ja, verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Ich will nicht kämpfen, hey, hier, Peace und so, Frieden, aber Rückzug ist jetzt keine Möglichkeit, tut mir leid, mein Freund. Ich möchte aber nicht kämpfen, merkt ihr das? Ich will auch nicht gegen euch kämpfen, aber wir können euch nicht trauen. Kommt, Brüder und Schwestern, ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen und wird sich wie eh und je um Eindringlinge kümmern. Da hast du recht, tschüss. Ich finde ihn irgendwie nett. Er ist halt wütend auf Zevran und halt er denkt, dass Zevran, ich glaube, er heißt so, ich weiß nicht, ob ich den Namen so richtig ausspreche. Er hat halt was gegen Zevran und er ist halt wütend, aber nicht auf uns. Er möchte ja eigentlich kein Oh. Andrastes Segen. Davon wollte doch der Typ am Anfang was. Um seine... Ein Templer? Leichnam. Aha, eine Rüstung hat er. Ich glaube, die Rüstung war schwach. Na? Na? Boah, Verteidigung. 1. Meine Schuhe sind besser. Ich möchte die Rüstung nochmal angucken. Okay. Ich bleib bei meiner. Wenn ihr euch fragt, warum ich Morrigan keine Rüstung gebe, ich möchte Morrigan keine Rüstung geben. Ich finde, das sieht schick aus. Ich möchte, dass sie das behaltet. Deswegen denke ich mir, nee. So. Welche Schuhe sind das? Huch! Oh! Sorry, Morrigan. Wollte ich nicht. Ah gut, das Spiel ist ja ab. Ab 18. Nochmal nachgeguckt auf eurem Ding. Auf der DVD-Verpackung. Das Spiel ist ab 18. Und keine Gegner? Ich hoffe, der schickt jetzt auch keine Gegner, um uns halt zu holen. Denn ich möchte mich jetzt hier nur umgucken. Ich möchte nichts. Ich komme in Frieden. Peace, Bruder und sowas. Kennt der. Eigentlich, wieso sagt man Peace out? Kann mir das mal einer beantworten, die Frage? Wieso sagt man Peace out? Peace out heißt ja... Peace heißt ja Stück oder halt Frieden. Und out heißt ja raus. Frieden raus oder wie? Was soll denn das heißen? Oder Stück raus, meinen die mit dem Stück Hass oder wie? Ich weiß es selber nicht. Wo sind wir hier? Ich möchte jetzt nicht wieder zurückgehen. Ach, von hier kommt. Ja. Ich kann ja laufen so. Ich muss mich gerade am Auge kratzen. Am Auge. Am ganzen Augapfel musste ich mich gerade kratzen. Ich habe es gerade rausgenommen und habe mich dran gekratzt. So. Ich speichere mal. Aber zum Glück haben wir überreden geskillt. Zum Glück habe ich den... What the fuck? Hallo, großer Bär. Wieso leuchtet der so? Ich habe keine Ahnung, warum er leuchtet. Und wenn ihr euch fragt, warum die... Oh, Alistair ist... Alter. Und wenn ihr euch fragt, warum die Gegner so schnell sterben, ich habe das Spiel auf einfach gestellt. Tut mir leid. Jetzt werdet ihr sagen, boah, du Noob, ey, Versager, schafft's auch nichts, weißt du? Aber wenn ich...
Ich würde, glaube ich, in privat würde ich, glaube ich, sogar auf schwer spielen wollen. Aber ich habe immer das Drang, den Rang, wenn ich aufnehme, dass ich so gut wie möglich nicht oft sterbe, dass ich immer was Neues zeigen kann. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit ein Kampfding da zeigen, wenn ich immer gegen einen Boss verliere. Ich mag das irgendwie nicht. Ich fühle mich dann so bedrückt. Ja, habe ich mir schon gedacht, wenn ich hier weiterlaufe, dass der uns dann tollwütig. Okay, der ist stärker. Alle zusammen klatschen ihn jetzt weg, bitte. Los geht's. Deswegen möchte ich halt so gut wie möglich nicht alles nochmal zeigen. Vielleicht kann man das halt ein paar Mal aus Versehen machen. Aber jetzt sonderlich oft möchte ich das jetzt nicht machen. Aber in Let's Play würde ich hier wirklich hier gern taktisch vorgehen und so, aber das nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Im Let's Play. Und offscreen möchte ich das jetzt nicht sonderlich. Respekt, schicker Schlag. Offscreen möchte ich das jetzt auch nicht sonderlich machen. Denn ich möchte ja, dass ihr auch alles mitbekommt, was ich hier mache. Da hinten ist ein Leichnam. Und ja. Das ist halt der Grund daran. Und ich sollte die Folge beenden, merke ich gerade. Habe ich das mitgenommen? Ja. Was liegt da unten? Speichern? Der lebt. Was? Wer ist da? Ich glaube, ich kenne den. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe Dragon Age schon ein paar Mal gestartet, also nur ein neues Spiel gestartet, bevor ich hier das Let's Play gemacht habe. Und hab mal gedacht, hey, ich mache jedes Mal einen Mensch, mache ich mal einen Elf. Mal gucken, was dann passiert. Bin ich dann da so als Elf reingegangen und da war ganz am Anfang halt die Situation, dass halt, ich glaube, der hier und noch ein anderer, eine Elfin, nö, doch ein Elf, glaube, keine Ahnung. Dass halt die zwei, ich glaube ein Elf war es, ich habe mir einen Elf genommen, dass halt die zwei dann irgendwie was angreifen und sowas. Und ich glaube, das ist dann der andere. Aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Ja, er liegt da. Ihr seid schwer verwundet, was ist hier passiert? Wir Ich stelle die sollten Fragen. Schattenreißer finden, sein Herz holen. Angegriffen. Kann ich ihn nicht heilen? Zurück zu den Dede springen. In Darren So, wer trägt Etchison, ihn? grauer Wächter. Ich Die verstecke Dresdeer haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Dagon! Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Ich bin froh, dass wir ihm helfen konnten. Dem Erbauer sei Dank, dass wir rechtzeitig zu den Dalish zurückgekehrt sind. Er muss über diesen Mann gewacht haben. Vielleicht haben aber auch seine eigenen Götter über ihn gewacht. Und vielleicht kennen sie den Erbauer auch nur unter einem anderen Namen. Glaubt, was ihr wollt. Meiner Meinung nach sollten sie eher dem grauen Wächter danken als irgendeinem abwesenden Gott. Aber was weiß ich schon. Masiranus, Naja. vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. War das gerade eine Verbeugung, eine Dankesverbeugung? So, ich gehe dann mal wieder zurück. Denn... okay, wir waren ja schon überall. Den Typen mussten wir retten. Ich wollte die Folge beenden nach Mist. Naja, beenden wir halt die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und sage... ciao. Ja, das mache ich auch. Ich wünsche euch viel Spaß und sage ciao.